Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Tagesimpuls. Heute wieder ein Beitrag aus unserer Reihe Freiheit eines Christen. Und ich würde gern vorneweg etwas stellen. Ich habe werde ich dieses Bild gerade mit posten. Ich habe von jemandem ein Foto bekommen, das in einer evangelischen in einem Studentenwohnheim, ich glaube so ein evangelisches Studentenwohnheim, dort hing. Und es ist ein ganz interessantes Bild, das heißt Luthers Abgründe. Und dort sind dann so 6 Punkte aufgeteilt. Und das habe ich also geschickt bekommen und hat jetzt auch so auf dem Herzen, da kurz das aufzugreifen. Und passt dann auch ein bisschen zu dem Teil 6, weil wenn man die Dinge liest, die Luther da geschrieben hat, dann gefällt das einigen Religiösen nicht. Ja, das ist mir einfach klar. Und wenn man sich dieses Poster anschaut, wie Luther da dargestellt wird, dann und man halt jetzt sieht, dass das von der evangelischen Kirche gepostet wird, dann ist es in sich schon ziemlich verdreht. Denn eigentlich sollte doch die evangelische Kirche gerade hinter dem stehen, was Luther gesagt hat. Und diese ersten 3 Punkte, die da aufgeführt worden sind, die sind für mich einfach nur Wahrheit. Und dann gibt es nochmal 3 Punkte, wo es eben um die Juden ging und dass Luther veranlasst hat, Synagogen abzubrennen und Hexen zu verbrennen und so. Dazu kann ich nichts sagen. Solche Schriften hatte ich bisher von Luther nicht in der Hand. Also da kann ich nichts dazu sagen. Hat auch der Geist mir nicht aufgetragen, solche Sachen zu lesen oder nach so etwas zu recherchieren. Dann tue ich das auch nicht. Was ich aber sagen kann, dass ich schon seit 2019, da hat schon mal mir jemand etwas gesagt, dass Luther gegen die Juden vorgegangen ist, ohne dass ich was dazu gelesen habe oder recherchiert habe. Hat mir nur jemand gesagt und ich habe darüber gebetet und ich kann euch nur sagen, was ich im Gebet bekommen habe und das reicht mir. Und im Gebet habe ich bekommen, dass das einfach, wenn Luther das getan hat, der hätte, dann wäre das nicht richtig, sich über die Juden zu überheben, weil das lesen wir ganz klar im Römer 11, ja, weil die Wurzel trägt uns, darüber haben wir ja auch gesprochen. Und wenn er das gemacht hat, dann hat er eine Selbstgerechtigkeit vorgenommen. Ich bin da aber auch ziemlich nüchtern drin und besonnen drin und sehe das nicht, dass ich jetzt Luther verurteile dafür. Das wäre menschlich und das steht uns auch nicht zu. Das steht nur Gott zu. Ich persönlich, mein Glaube müsst ihr nicht übernehmen. Ich glaube, selbst wenn Luther da Fehler gemacht hat, ist Gott gnädig und barmherzig mit ihm. Er hat den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, den hat er erfüllt. Und vielleicht hat er einfach mehr gemacht, als sein eigentlicher Auftrag war. Also ich hatte ein paar Mal schon so den Impuls, vielleicht hätte sich Luther einfach nur damit begnügen sollen, dass sein Auftrag darin bestand, uns die Bibel ins Deutsche zu übersetzen und eben dafür einzustehen und nicht darüber hinaus noch weiteres zu tun. Das ist, sah ich so für mich persönlich als Warnung, als ich über diese Sachen gebetet habe. Und das hat sich für mich auch bestätigt, jetzt gerade so die letzten Wochen, dass ich wirklich ja auch von Gott nochmal diese Warnung bekam, stell zur Verfügung, das ist dein Auftrag. Und nicht noch hier und noch da und noch dieses und noch jenes und dorthin gehen und dahin gehen und die Gespräche führen und hier Gespräche führen und da Gespräche führen und hier Seelsorge und da und... Meine Aufgabe ist, zur Verfügung zu stellen. Und es ist alles andere darüber hinaus, ist einfach nicht gut und wird mir auch nicht dienen. Ja, ich sage nicht, dass Gott mich dann dafür verwirft, das glaube ich nicht, aber es wird mir schaden. Und wenn Luther das getan hat, dann sehen wir an diesem Poster, dass es
seinem Ruf geschadet hat, ja, dass da einfach einiges kaputt gemacht worden ist. Also ich persönlich kann nur sagen, dass das, was ich bisher gelesen habe, dass ich mich da eher verwundert habe, auch in dem Buch mit über den freien Willen, dass als er an diesen Erasmus geschrieben hat, wie, oder es gibt eine Sammlung von Briefen, ich glaube über 500 Briefe, da habe ich auch mal das eine oder andere vorgelesen. Also ich studiere ja jetzt nicht Luther, sondern das Wort Gottes und Jesus und den himmlischen Vater. Das ist, da will ich mich hinwenden und jetzt nicht alles lesen, was irgendwie Luther geschrieben hat. Das halte ich überhaupt nicht für nötig. Habe ich auch nicht den Eindruck, dass ich das machen soll. Aber eben ausgewählte Sachen, die der Geist mir zeigt. Und die waren bisher für das, was uns zu interessieren hat, nämlich, dass wir gut im Glauben wandeln, war das für uns dienlich. Und also für mich war es dienlich, ich hoffe für euch auch. Und wenn ich, also kurz, diese über 500 Briefe, das habe ich mir damals downgeloadet. Und das, was ich gelesen habe, habe ich immer nur mich persönlich gewundert und gedacht, wow, da kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden, wie wertschätzend Luther doch dann auch geschrieben hat an die einzelnen Personen, obwohl er sie kritisiert hat. Ne? Gut, das ist das, was ich dazu sagen kann. Aber ich habe irgendwie doch den Eindruck, das Foto mit euch zu teilen, damit ihr vielleicht auch mal seht, wie über die Sinne, ja, also alleine, dass man dieses Foto sieht, dieses oder gemalte Bild sieht von Luther mit diesem Gesichtsausdruck, das wird schon, da wird schon, wie sagt man, in der Psychologie oder im Coaching nennt man das Vorkonditionierung, ja, oder Einwandvorwegnahme. Also man im Coaching oder im Training, wenn man auf der Bühne steht, da gibt es ganz strukturierte Abläufe, wie man bestimmte Dinge einleitet, so würde ich mal sagen. Ne? Also man spricht bestimmte Sachen schon vorweg, um bestimmte Einwände, die bei dem Publikum kommen könnten, schon in die richtige Spur zu lenken, ja, schon so vorzukonditionieren, also zuvor zu programmieren. Man benutzt solche Techniken auch im Verkauf. Ne? Also da sagt man, stellt man zum Beispiel dem Kunden verschiedene Fragen, weil man sagt, man muss so eine Ja-Straße herstellen. Das heißt, wenn ich 4, 5 Fragen dem Kunden gestellt habe, wie zum Beispiel, heute haben wir schönes Wetter, gell? Ja, ne? Und wenn man bestimmte Dinge weiß, ne, so, ah ja, sie arbeiten da und da, richtig? Ja. Ja, und so stellt man dann im Verkauf eine Ja-Straße her mit dem Ziel, das Gehirn schon so vorzukonditionieren, um dann einen Verkaufsabschluss zu machen. Weil dann durch diese Vorkonditionierung das dem Kunden viel schwerer fällt, Nein zu sagen. Und ich habe so was Ähnliches, dachte ich, das ist schon interessant, wie parallel so manches Dinge sind, dass ich dann Predigten schon gesehen habe, wo man genau sowas macht, ja, wo man dann zu den Leuten sagt, na, wer ist heute schon gut hierher gekommen, hebt mal die Hand, ja, und dann heben die die Hand, so als, es ist genau das gleiche Prinzip, nur auf eine andere Art, ja, indem man nicht sagt, die Leute sagen jetzt persönlich im 1:1 Gespräch ja, 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 ne? Sondern man holt die Bestätigung oder den Zuspruch über solche Dinge. Und dann heben sie die Hand und dann denke ich, das ist ganz interessant. Ne? Also wenn man das mal macht, da ist ja jetzt nichts falsch, ist ja nichts Schlimmes dran grundsätzlich. Aber bei manchen kann man dann schon sehen, dass da so eine Vorprogrammierung stattfindet. Und das kann ich auf diesem Bild erkennen. Ja? Also ich sage jetzt mal, wenn man Luther in so einem Licht darstellt, mit Luthers Abgründe, dann wird ein Student sicherlich nicht vollkommene Freude haben an so einem Heftchen, wie ich das jetzt habe, Freiheit eines Christenmenschen, wo so viel Wahrheit drin steht. Ne? Sondern man wird nur sagen, ah, guck mal, der Luther, ne? Hat uns zwar die Bibel übersetzt, aber ansonsten, das ist jetzt so seine finstere Seite. Ne? Und mit der wollen wir nichts zu tun haben. Und schon ist man vorgeprägt, die Dinge, die Luther gesagt hat, gar nicht mehr wirklich objektiv zu prüfen oder mit dem Geist zu prüfen, sondern man hat schon so einen persönlichen negativen Touch. Ne? Und genau das habe ich bei der Person auch,
gemerkt, die mir das geschrieben hat. Die hat nämlich dann quasi so, guck, so war Luther, aber naja, er hat uns ja die Bibel gebracht. So. Also ich will mit all diesen Dingen nichts zu tun haben. Ich erzähle es euch, wenn es mir begegnet. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da auf die Suche gehe, um euch solche Sachen dann unter die Nase zu reiben. Aber das, was der Herr mir über den Weg schickt, darüber kann man ja reden und da kann man von lernen. Und das passt so ein bisschen zum heutigen Thema. Es geht heute nochmal um die Werke. Und zwar, da hat Luther einen Satz geschrieben, den ich echt gut fand. Aus diesem allem ist leicht zu verstehen, wie gute Werke zu verwerfen und nicht zu verwerfen sind und wie man alle Lehre verstehen soll, die gute Werke lehren. Denn wo die falsche Hinzufügung und die verkehrte Vorstellung dabei sind, dass wir durch die Werke gerechtfertigt und selig werden wollen, sind sie schon nicht gut und ganz verdammlich, denn sie sind nicht frei und schmähen die Gnade Gottes, die allein durch den Glauben rechtfertig und selig macht. Das vermögen die Werke nicht. Also ich halte jetzt einfach mal da an. Also was Luther sagt, dass diese Werke, die man tut, und das finden wir auch, da finden wir auch eine Bibelstelle für. Ich muss gerade mal schauen. Meistens ist so, während ich den Beitrag spreche, bekomme ich dann die ein oder andere Bibelstelle noch. Und muss ich die raussuchen. Und zwar Erster Korinther 11. Dort lesen wir ab dem Vers 17, geht es da um das Mahl des Herrn, das würdig gefeiert werden soll. Ich habe dazu einen Beitrag mal gemacht, einen Audio-Beitrag, einen längeren. Den findet ihr bei in der Rubrik Themenbereich Heiliger Geist. Dort habe ich ihn verlinkt. Ansonsten im Jahr 2022 war das, über das unwürdige Halten des Abendmahls. Darüber habe ich gesprochen, darüber geht es hier im 1. Korinther 11. Aber ich möchte jetzt mal in euch auf den Vers, ab dem Vers 27, da heißt es, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Und dann der Vers 28, der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Also der Mensch, wir sollen uns selbst prüfen. Ja? Also wir sollen selbst schauen, ist das, was ich tue, oder darüber beten, den Geist bitten, ist das, was ich tue, jetzt im Sinne des Herrn oder nicht? Und es nicht der Gemeinde oder denjenigen überlassen, die über die Seelen wachen. Ne? Also es wird ja gesprochen von den Hirten, wie man die behandeln soll, wie man mit ihnen begegnen soll, weil sie über die Seele wachen. Bedeutet für meinen Dienst, nicht sich einfach blind drauf verlassen, naja, die Claudia macht ja. Die Claudia passt ja schon auf, ja. Natürlich, wenn ich Leute in meinem unmittelbaren Umfeld habe und die sind Kinder Gottes, und der Geist würde mir was zeigen und dann würde ich das ansprechen. Aber es ist einfach, man gibt die Verantwortung, die man über seinen eigenen Glauben hat, gibt man aus der Hand, indem man
es einfach anderen überlässt, ja, also indem man einfach sagt, naja, die anderen, die passen ja schon auf, ne, die gucken schon, dass ich auf dem richtigen Weg bleibe. Also ich glaube, das finden wir viel, auch in Gemeinden. Die Gläubigen gehen dahin, sie gehen zum Gottesdienst und sie verlassen sich einfach vollkommen blind auf das, was da vorne gesagt wird. Und wenn jemand dann nicht wirklich die Schrift kennt und in der Bibel, die Bibel fester Bestandteil des Lebens ist und das, was Gott uns darin zu sagen hat, dann gibt es einfach Probleme. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diejenigen, die der Teufel in den Verblendungen hält, die, klar, sag ich, nicht wirklich richtig hingegeben sind, rebellisch sind, die so davon überzeugt sind, dass sie da in allem schon richtig wandeln und dass sie den Heiligen Geist haben und er ihnen alles dann richtig zeigt, dass sie wie immun sind gegen etwas, das von außen kommt. Also ich habe beides schon erlebt. Und ich glaube, wenn jemand wirklich wahrhaftig hingegeben ist und wirklich Gott suchend ist und wirklich sich überführen lassen will, weil man Gott sucht, nicht weil man die Verheißungen sucht oder die Gemeinschaft sucht, die Götzen sucht und Erfüllung der Wünsche sucht, sondern weil man einfach wirklich Gott und Jesus sucht, weil man die Nähe des lebendigen Gottes sucht und sich überführen lassen will, wenn man da gut wandelt, dann glaube ich auch, dass der Geist Gottes überführt. Ja. Also bei mir ist das so. Ich hab schon mal gesagt, es vergeht kein Tag, an dem der Heilige Geist mir in den Nuancen einfach zeigt, was ihm da nicht gefällt. Und das ist für mich aber auch nicht schlimm. Also ich fühl mich da nicht schlecht, sondern ich bin ja dankbar, dass er das macht. Aber da ist jeder auch für sich selbst verantwortlich. Dann Galater 6,4, da heißt es, jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen, denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Ja, also auch da in Galater 6, Verse 4 und 5 lesen wir, dass jeder ein Stück weit selbst für sich da verantwortlich ist. Und wir haben diese Führung von Gott und wir lesen schon in den Psalmen, dass dort die Psalmisten Gott gebeten haben, sie zu führen. Ja, Psalm 139 zum Beispiel. Vers 24, dort heißt es, ich lese ab dem Vers 23, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Ja, also wir sehen, das sind Gebete. Und dann muss man dann halt aber auch tun, ja, was Gott sagt. Also es gibt da noch mehr Bibelstellen. Mal gucken, ob ich euch die dann verlinke. Könnt ihr dann noch mal lesen. Also es geht darum, dass Luther sagt, es gibt Werke, wie gut, also aus diesem allem ist leicht zu verstehen, wie gute Werke zu verwerfen und nicht zu verwerfen sind. Und wie man alle Lehre verstehen soll, die gute Werke lehren. Also ist es wichtig, dass man die Lehre über die Werke richtig versteht, beziehungsweise auch, dass sie richtig gelehrt wird. Und die richtige Lehre ist, dass wenn wir ein Werk tun mit einer falschen Hinzufügung oder einer verkehrten Vorstellung, dass dann diese Werke aufgrund dessen, ja, dieser falschen Hinzufügung oder dieser verkehrten Vorstellung, dass die Werke aufgrund dessen schon nicht gut und verdammlich sind, weil sie die Gnade Gottes schmähen. Und das sind harte Worte. Und dass man die heute in dem ganzen ökumenischen nicht mehr so haben will, das ist klar. Ne? Und auf diesem Foto oder auf diesem Plakat war nämlich eine Sache, weiß gar nicht jetzt mehr, welches das war. Da müsste ich jetzt nochmal genau gucken.
Das war das mit dem Papst hier, genau. Das war das Erste. Da geht es da quasi um diesen Papst. Und zwar heißt es hier, dass in der Papstkirche der Antichrist herrsche. Ja, also Luther hat es auch tatsächlich das habe ich von ihm gelesen, gerade in den Briefen hatte dass dort eben in der katholischen Kirche der antichristliche Geist eben da ist. Also ohne Jesus, man tut die Dinge ohne Jesus. Das wird jetzt quasi auf so einem evangelischen Plakat, sagt man, ja, das war nicht in Ordnung, dass Luther das gemacht hat. Letztendlich sagt man das auf diesem Plakat. Es war nicht in Ordnung, dass Luther das als antichristlichen oder Antichristen ihn bezeichnet hat, ja, oder sagt, der Papst ist der Antichrist. Kann man darüber streiten, ich will darüber gar nicht streiten. Was ich aber sage, dass ich auch glaube, dass es zumindest mal nicht der Heilige Geist ist. Ja? Und wenn es für mich nicht der Heilige Geist ist, dann ist das ein antichristlicher Geist. Egal, wie er sich jetzt zeigt. Für mich persönlich, ihr müsst das nicht übernehmen, aber für mich ist jeder Geist, der nicht der Heilige Geist ist, muss ein antichristlicher Geist sein. Weil ja nur der Heilige Geist christlich ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eigentlich eine ganz, ganz logische Sache. Aber das werden natürlich alle diejenigen abstreiten, die eben nicht vom Heiligen Geist geleitet werden. Also Luther hat gesagt, dass die Werke eben aufgrund dieser falschen Hinzufügung oder verkehrten Vorstellung schon nicht gut und verdammlich sind. Und ich glaube, dass das gut ist, wenn wir im christlichen Glauben leben, dass wir gewillt sind. Ja, wir werden das nicht immer schaffen. Gott ist aber gnädig und barmherzig, wenn wir da das mal nicht schaffen oder da einen Fehler machen. Aber trotzdem, dass wir nicht unseren eigenen Begierden folgen und unseren eigenen Wünschen, wie wir meinen, wie der Glaube jetzt für uns gut funktioniert, sondern dass wir wirklich uns auch prüfen lassen von Gott, tun wir diese Werke mit falscher Hinzufügung und verkehrter Vorstellung. Und da sind die Worte von Luther einfach ziemlich radikal. Und ich persönlich, für mich kann das so bestätigen. Weil diese Werke, so sagt Luther, nicht frei sind. Ja? Sie sind also nicht getan, nur aufgrund der Gnade Gottes, die ich empfangen habe und weil ich sie freiwillig tue. Ich habe die Tage vom Heiligen Geist, als ich beim Autofahren war, hat er mir gesagt, hab die Haltung, ich bin im Urlaub. Und dann habe ich das so ein bisschen sacken lassen. Was meint er jetzt damit? Hab die Haltung, ich bin im Urlaub. Und dann habe ich so kurz so ein bisschen darüber nachgesonnen. Und ja, der Geist Gottes hat recht. Wenn ich in einer Haltung bin, je nachdem, wie man Urlaub halt versteht. Ihr wisst, dass ich Urlaub anders verstehe, wie viele Menschen der Welt. Aber wenn ich das jetzt gerade so verstehen würde, wie es die Menschen der Welt verstehen oder auch einige von euch. Wenn ich Urlaub habe, dann muss ich nicht arbeiten. Ja, dann muss ich nicht zur Arbeit gehen, sondern dann habe ich frei. Ja, also hier haben wir ja auch diese frei. Dann muss ich nicht arbeiten gehen, dann habe ich frei. Und wenn ich frei habe, dann will ich selber entscheiden, was ich mache. Ne? Also ich habe letztens zu jemandem gesagt, naja, wenn du Urlaub hast, dann könntest du ja dies und das tun. Und sagt die Person, nee, also in meinem Urlaub mache ich das nicht. Ne? Also so, statt zu machen, was der Geist Gottes einem sagt. Egal, ob man arbeitet oder frei hat. Aber nehmen wir mal an, ne, man hat so noch dieses Denken, dann habe ich Urlaub, dann habe ich frei. Aber wie ist es da? Wenn ich frei habe, dann bin ich frei zu tun und zu lassen, in Anführungszeichen, was ich will. Und wenn ich diese Haltung habe und dann aber auf Gott ausgerichtet bin, dann habe ich also Urlaub und alles, was ich tue, tue ich freiwillig. Und so sollten wir als Christen eigentlich wandeln, auch wenn wir arbeiten gehen. Dass wir arbeiten gehen. Und die innere Haltung und die Einstellung haben,
dass ich das freiwillig mache. Ich weiß noch genau, zu meinen Coaching-Zeiten, das hat unheimliche Diskussionen ausgelöst. Aber es passt dazu, ich erzähle es euch, es kam mir gerade so aufs Herz. Und zwar habe ich, wenn ich Stressmanagement unterrichtet habe, als Seminar, und dann habe ich mit den Leuten mal herausgearbeitet, wie viele Dinge sie haben mit ich muss. Ja? Dann haben sie dann aufgeschrieben, ich muss arbeiten gehen, ich muss morgens aufstehen, ich muss das machen, ich muss meine Kinder versorgen, ich muss das machen, ich muss das machen. Und dann habe ich gesagt, das sind Lügen. Boah, nein, ich muss ja arbeiten gehen. Ich habe gesagt, du musst nicht arbeiten gehen. Ja, ich muss noch mal, ich muss das, sonst kann ich meinen Lebensunterhalt nicht beschreiben. Ich habe gesagt, aha, sage ich, das ist eine ganz andere Sache. Du musst nicht arbeiten gehen. Du kannst frei wählen, ob du arbeiten gehst oder nicht, ob du morgens aufstehst oder nicht. Der Punkt ist, du willst die Konsequenz deines Handelns, wenn du nicht arbeiten gehst, dass du dann gekündigt wirst und du musst vielleicht aus deinem Haus ausziehen und du aus deiner Wohnung ausziehen und du lebst dann vielleicht unter der Brücke, bist obdachlos, du kannst dir die Annehmlichkeiten deines Lebens nicht mehr erlauben, sage ich, das ist die Konsequenz, sage ich, weil du diese Konsequenz nicht haben willst, wenn du so lebst, gehst du arbeiten, also gehst du freiwillig arbeiten und nicht gezwungen. Ah, was, ich kann euch das gar nicht sagen, was das Diskussionen ausgelöst hat, aber ich bin da beharrlich geblieben, ich habe gesagt, nein. Sag ich, du musst gar nichts. Sag ich, du hast den freien Willen, das zu tun, wie du das möchtest. Und passend dazu, ich hatte eigentlich überlegt, tatsächlich einen Beitrag darüber zu sprechen, aber dann greife ich das hier in dem Beitrag auf, weil der Heilige Geist mir gestern noch was gezeigt hat. Meine Tochter passt auch dazu. Meine Tochter hatte für die Schule jetzt, für Gesellschaftslehre, da geht es jetzt gerade um Demokratie und um Parteien und was bestimmte Parteien, welche Haltung die zur EU haben. Und ich bin also politisch eine Niete. Ja? Also ich kann euch noch nicht mal die Abkürzungen sagen. Und so waren wir also bei CDU, CSU. Und es ging darum, was sagen die, welche Haltung haben die zur EU. Und da musste ich ehrlich gesagt selbst erst mal gucken, was die so vertreten. Ja? Also ich habe das aber auch nicht auf dem Herzen, könnt ihr mich jetzt auch für verurteilen. Ich habe irgendwie das irgendwie noch nie gehabt, mich dafür zu interessieren. Aber jetzt habe ich mich ja gestern mit beschäftigen müssen. Meine Tochter hat mir Fragen gestellt und hat mich um Hilfe gebeten. Also haben wir da ein bisschen geguckt und ein bisschen recherchiert. Und dann habe ich so ein paar Dinge gelesen, ne, was so die Werte eben sind. Und da kamen wir eben zu den drei Hauptwerten der CSU von, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt noch zusammenkriege, individueller Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Das waren die drei Begriffe. Und dann haben wir halt geguckt, ne, was ist so genau die Definition von individueller Freiheit. Und dann kamen wir zu einem, oder ich kam zu einem Artikel, ich glaube auch, dass Gott mich dahin geleitet hat. Da, ich war als Beispiel gegeben, der Mensch hat eine Freiheit, ist individuell frei, selbst sein Leben zu gestalten. Und nicht wie zum Beispiel ein Sklave. Ja? Ein Sklave ist eben nicht individuell frei gewesen oder sie sind nicht frei, dort wo es eben Sklaverei noch gibt. Und da fiel es mir plötzlich so wie Schuppen von den Augen und ich mich gefragt habe, oder nee, nicht gefragt habe, mir war es irgendwie klar, wisst ihr, als die erste, also Demokratie bedeutet ja, dass man mitreden kann. Ne? Der Mensch hat eben ein Mitspracherecht. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, ja, individuelle Freiheit ist, du kannst einfach, hast Religionsfreiheit, du hast Meinungsfreiheit, du darfst sagen, was du für eine Meinung hast über bestimmte Dinge oder welcher Religion du angehören willst. Und das zeichnet eben auch unseren Rechtsstaat aus, dass wir eben Gewaltenteilung haben, dass wir eben keine Monarchie haben, sondern es eben die Judikative, Exekutive und Legislative gibt. Also das interessanterweise habe ich mir immer behalten von Staatsrecht aus meinem Studium, dass es eben eine gesetzgebende Gewalt gibt, eine ausführende Gewalt und eine richterliche Gewalt, ne, dass eben Recht und Ordnung irgendwo herrschen in einem Land.
Und eben es nicht mehr so ist, dass es einen König gibt oder einen Kaiser, der alles alleine bestimmt. Ne? Und dann saß ich gestern so am Tisch, während wir da uns um ihre Hausaufgaben gekümmert haben, und es fiel mir plötzlich wie Schuppen von den Augen, dass da zur damaligen Zeit Weimarer Verfassung, also quasi so die erste Demokratie, als die erste Demokratie ausgerufen wurde, ich hoffe, ich habe das jetzt geschichtlich korrekt ausgedrückt, dass damals schon sicherlich einige Christen, wie wir heute, völligst verstanden haben, dass hier doch schon falsche Geister am Werk sind, weil es ja nur dahin geht, dass der Mensch sich selber in den Mittelpunkt stellen kann und kann eben sich selbst weiter entfalten. Also dieses Menschliche, dieses Innere kann sich eben immer weiter entfalten. Sage ich jetzt, dass Demokratie schlecht ist, oder wie meine ich das? Finde ich das jetzt schlecht? Und dann sage ich, nee, das sage ich nicht, weil ich glaube, dass über Gelingen oder Misslingen, ob jetzt von einer Monarchie oder von einer Demokratie, davon abhängt, wie die Menschen sind, die in diesem System leben. Also ich glaube, dass auch in einer Monarchie, wo die persönliche Freiheit eben nicht da ist, so, dass die trotzdem funktionieren kann, wenn derjenige, der das Oberhaupt ist, von Gottes Geist geleitet wird. Genau das finden wir ja in der Bibel. Ja, ich habe da mal einen Beitrag gesprochen, 2022, müsst ihr mal gucken, so Februar, März rum, als der Ukraine-Krieg losging. Da hat mich der Herr, habe ich gebetet, was soll ich den Leuten sagen? Und da kam ich zu der erste, zweite Chronik und erste, zweite Könige, hat der Heilige Geist mich hingeschickt. Und da habe ich einen langen Beitrag gesprochen, Hoffnung und Zuversicht in Kriegs- und Krisenzeiten. Ja, könnt ihr vielleicht auch noch mal anhören. Und da hat der Heilige Geist mir gezeigt, dass immer dann, wenn die Könige Gott zugewandt waren, hat alles funktioniert. Ja, dann ging es auch dem Volk gut. Und ich glaube, dass das darüber entscheidet, ob es in der Gesellschaft gut läuft oder nicht. Ja, wenn Gott anwesend ist, ja, wenn dort bei den entsprechenden Personen, die da sitzen, sei es in der Demokratie, in der Regierung oder bei einer Monarchie als Staatsoberhaupt, wenn dort Gottes Geist anwesend ist, dass dann eben die Menschen auch gut leben können. Und wie sehr damals schon wahrscheinlich der ein oder andere Christ gedacht haben muss, oh nein, jetzt geht das alles in so eine Richtung, wo der Mensch so ganz alleine entscheiden kann, was für ihn gut oder schlecht ist. Das kann ja nur schief gehen. So, ne? Und das fand ich so ganz interessant und hat mir einfach nochmal gezeigt, dass ich entspannt sein kann. Oder ich hatte den Eindruck, der Geist zeigt mir, du kannst so entspannt sein. Ich habe dich in diese Zeit hineingeboren und es ist alles gut für dich. Bist du gut ausgestattet, um in dieser Zeit gut leben zu können, hast du von mir alles bekommen, was du brauchst. Und ich werde dir das alles zur Verfügung stellen. Genauso wie zur damaligen Zeit das war. Ja. Also für mich sind antichristliche Geister eben alles das, was nicht aus dem Heiligen Geist kommt. Und das sind antichristliche Geister. Das ist mein Glaube, den muss ja niemand übernehmen. Ne? Und Luther hat das eben so gesagt, dass er eben gesagt hat, dass die Werke, die man tut, und dazu fordert die Schrift auch auf, dass jeder dazu aufgefordert ist, immer wieder eng mit Christus verbunden zu bleiben, zu sein, um die Stimme des Geistes zu hören, der sagt, dieses würdest du jetzt nur tun, mit etwas Hinzufügung. Ja? Also wenn ich zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt in eine Gemeinde gehen würde und das Abendmahl dort feiern würde, wo ich im Moment, weil ich glaube, dass ich dann ein besserer Christ bin, dann wäre das genau das Falsche. Dann würde ich wirklich sündigen. Und dann würde mir das schaden. Ja, wenn ich das tue,
nur weil ich glaube, dass ich dann ein besserer Christ bin. Also es ist ja gut, dass der Heilige Geist, dass Gott mir das alles noch so gelassen hat mit der Gemeinde. Vielleicht auch, damit ich das jetzt einfach auch als Beispiel nehmen kann und mich selbst dafür nicht verdamme, obwohl immer wieder Christen probieren, mich darin zu verdammen. Weil meine Heiligkeit, meine Freiheit kommt allein daraus, was Jesus getan hat, davon, was Jesus getan hat. Und wir uns immer wieder, jeden Tag neu, die Frage stellen können, wenn Jesus heute wiederkommt, oder bin ich jetzt in diesem Moment bereit, Jesus zu begegnen? Und wenn ich vor ihm stehe, wie rechtfertige ich mich vor ihm? Bin ich in der Lage, ihm zu sagen, mein Eintritt in das Himmelreich habe ich nur, weil du für mich am Kreuz diesen Tausch vorgenommen hast. Weil du für meine Sündhaftigkeit am Kreuz gestorben bist. Deshalb glaube ich, dass mir jetzt der Eintritt in das ewige Leben gewährt wird. Oder komme ich wie der reiche Jüngling zu Jesus eines Tages, wenn Jesus jetzt wiederkommt, stehe ich vor Jesus und sage, Jesus, in deinem Namen habe ich das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und Jesus wird sagen, geh mir aus den Augen, ich habe dich nie gekannt. Setze ich auf das, was ich in diesem Leben erreicht habe. Und da gibt es eben auch einige Prediger, die das dann hochpushen, ja, diesen Lohn im Himmel, was bei einigen eher Richtung Rechtfertigung geht. Ja, ich habe das alles getan und ich will, dass Jesus mir auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht, Knecht. Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich das nicht habe. Ich denke da gar nicht hin. Meine Gedanken gehen da gar nicht hin, was ich denn für einen Lohn bekommen könnte für das, was ich tue. Mein Fokus ist, so gut es geht, auf das hier gerichtet, dass ich hier möglichst jeden Moment wandle, wie Gott es, ja, wie es vor Gott wohlgefällig ist. Aber das ist für mich kein Stress, ja. Also ich weiß, es hat mir jemand gesagt, wie du die Filme guckst, das wäre für mich Stress. Und ich habe gesagt, für mich ist das kein Stress. Ich freue mich immer, ja. Freue mich immer, wenn ich vom Film bete und sage, Herr, was hast du mir heute wieder zu zeigen da? Ja, was kannst du mir heute schon wieder zeigen? Das ist für mich kein Stress im Geist, diese Sachen zu tun. Das ist Freiheit. Ich fühle mich frei. Und ich glaube, dass Luther von dieser Freiheit eben spricht. Ja. Also er sagt hier, ich lese es nochmal vor. Denn wo die falsche Hinzufügung und die verkehrte Vorstellung dabei sind, dass wir durch die Werke gerechtfertigt und selig werden wollen, sind wir schon nicht gut und ganz verdammlich, denn sie sind nicht frei und schmähen die Gnade Gottes. Und damit sündigen wir. Es ist hart, ich weiß es. Es ist echt hart. Das hört sich für das Fleisch total hart an. Aber es ist so. Wir sündigen dann. Römerbrief steht ganz klar. Alles, was nicht aus Glauben getan wird, ist Sünde. Und wenn ich diese Werke aus falschen Beweggründen heraus tue, dann sind sie sündhaft. Und dann werde ich, die Werke werden dann geprüft. Ja? Und dann kann sein, dass die Werke eben im Feuer verbrennen, ja, nicht bestehen. Und ich werde dann gerade so gerettet, ja, gerade so wie einer aus der Hölle gerettet wird, heißt es in der Bibel. Aber wisst ihr, ich meine, das ist schlimm, wenn meine Werke nicht bestehen, aber ich habe ja dann trotzdem das ewige Leben. Ja? Und ich glaube, dass das ewige Leben an sich ohne den Lohn schon herrlich ist, weil es gibt dort ja nichts Böses mehr. Wenn ich im ewigen Leben bin, gibt es dort nichts Böses mehr. Also die Werke sind für mich persönlich Hinzufügungen da. Also ich freue mich schon, wenn ich nur das ewige Leben habe. Ne? Also wenn ich nur das ewige Leben habe, dann habe ich schon mehr als genug. Ne? Das wird mich schon umhauen, davon bin ich überzeugt, weil es eben nichts Böses mehr geben wird da.
Aber dann eben gibt es zusätzlich dann noch den Lohn, ne? Und da will ich gar nicht so drauf gucken, weil das ist in der Zukunft. Das macht keinen Sinn, ne? Und natürlich lesen wir auch ja, vom Gebet und von den Heuchlern und den Pharisäern. Oder wenn wir nur geben oder beten, um von den Leuten gesehen zu werden, dass das dann, ja, dass das dann, dass wir dann halt keinen Lohn bekommen. Ja, ich kann euch noch ein Zeugnis geben. Gestern passiert, ja. Gestern passiert, gestern vom Heiligen Geist überführt worden. Ich finde es einfach so herrlich. Ich habe meiner Tochter den Wunsch erfüllt. Sie durfte sich jetzt Fingernägel machen lassen. Das ist dann wirklich so ein Highlight, wenn wir das machen. Und ich habe tatsächlich mir nach, weiß ich nicht, 7 oder 8 Jahren das erste Mal eine Fußpflege gegönnt. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt dann sowieso da sind, dann mache ich das auch. Und dann habe ich mir eine Fußpflege gegönnt und dann habe ich bezahlt und ich hatte kein Kleingeld und habe dann dort gebeten, dass man mir das Rückgeld einfach wechselt und dann wollte ich eben Trinkgeld geben. Und dann habe ich. War diese Frau aber, bei der ich war, die war gerade nicht da. Und dann bin ich stehen geblieben vor dem Laden, ich weiß nicht, eine Minute oder so, weil ich gewartet habe, dass die kommt und dass sie dann sieht, dass ich ihr da Trinkgeld reingeworfen habe. Weil sie stand vorher da, so an der Seite, und dann habe ich gedacht, na ja, vielleicht wartet sie jetzt und guckt, ob ich was gebe oder nicht, aber ich konnte halt nicht geben, ich musste erst bezahlen. Und dann war sie aber nicht da und dann habe ich halt gewartet, so eine Minute. Und dann hat der Heilige Geist mir gesagt, auf was wartest du denn jetzt? Wirf doch einfach dieses Geld dort in dieses Sparschwein und geh. Du musst doch das nicht wissen, wenn die heute Abend das Sparschwein aufmacht, muss die doch jetzt nicht wissen, wer das gegeben hat. So. Und dann habe ich das gemacht und habe ich gedacht, ja, danke, Heiliger Geist. Ja. Vollkommen klar, ne? Also wie viele Dinge tun wir dann halt doch immer noch irgendwo, weil wir nie so heilig sein werden wie Jesus, wo wir dann doch noch so unsere Ehre suchen und das sei es auch unbewusst, ja, ohne dass wir es irgendwie merken. Und da brauchen wir den Geist, der uns das einfach mal zeigt. Ja, und so hat er das dann gestern gemacht und habe ich gedacht, jetzt guck doch mal dahin, jetzt bist du da stehen geblieben. Und meine Tochter sagte heute Morgen zu mir, weißt du hast da die ganze Zeit noch vor dem Laden gestanden, der Chef hat dich ganz komisch angeguckt. Da habe ich gedacht, na, also war tatsächlich auffällig, dass ich da gestanden habe und habe gewartet. Ja, also wir haben schon dann diese Bibelstellen, wir werden keinen Lohn mehr bekommen, ja, im Himmel, wenn die das jetzt gesehen hätte. Also tatsächlich hat auch dann dieser Chef hat das dann gesehen und hat dann Danke gesagt. Und dann war mir klar, okay, für dieses Trinkgeld bekomme ich im Himmel keinen Lohn. Meinen Lohn habe ich bekommen, ja, in dieser Weltzeit schon. Also da, ja, auch da lässt uns Gott einfach immer weiter wachsen. Aber jetzt halt zu wissen, dass diese Werke werden halt nicht bestehen dann. Ja? Sie sind halt in sich nicht gut und verdammlich, wie Luther das so schön formuliert hat, wenn wir falsche Hinzufügung oder verkehrte Vorstellung haben. Ja? Und das ist natürlich nicht gut. Ne? In dem Moment haben wir keine Verurteilung mehr. Ja, wir sündigen da zwar. Aber wir haben keine Verurteilung mehr, wisst ihr, da ist für mich einfach jeden Tag wächst da die Gnade mehr und mehr und mehr, weil mir einfach je weiter ich im Glauben komme, umso bewusster wird mir, dass ich einfach die Ehrlichkeit verloren habe und dass ich Jesus gebraucht habe, um in dieses ewige Leben eingehen zu können irgendwann. Und damit nimmt auch, wie in so vielen Briefen halt steht, wo Paulus auch schreibt, Gnade und Friede werde euch immer mehr zuteil. Ja, es nimmt also immer mehr zu in unserem Leben. Luther hat geschrieben, dass diese Werke,
egal welches Werk wir tun, und ich fand es ganz gut zum, ja, so für unseren christlichen Alltag. Die Werke nehmen sich vor, um zu rechtfertigen und selig zu machen. Also er schreibt hier, also die Werke können uns nicht rechtfertigen und selig machen, und sie nehmen es sich doch vor, es zu tun, und greifen damit der Gnade in ihr Werk und ihre Ehre. Und das hat nochmal so zu mir gesprochen, dass ich noch bewusster leben will im Glauben, über die Werke, die ich tue, auch nachzusinnen. Also nicht einfach nur zu tun, weil die Bibel sagt, tu dieses, tu jenes, tu das, wie so viele Christen leben, wie auch so viel gelehrt wird. Wir kommen heute jetzt noch dahin, wie Luther uns aufgetragen hat, wie gelehrt werden soll. Das ist sehr wertvoll. Aber so für mich persönlich zu wissen, dass ein Werk, wenn ich das tue, dass dieses Werk in sich sich vornimmt, zu rechtfertigen oder selig zu machen. Also egal, was ich mache, ich sage jetzt mal, ich gehe in die Gemeinde, ja, als Werk. Also ist mein Gemeindegang, dieser Gemeindegang an sich, isoliert gesehen, will für sich beanspruchen, zu rechtfertigen oder selig zu machen. Ja, das Werk an sich will das tun. Weil das Werk wird ja auch hier getan. Also das Werk an sich will uns dazu bringen, in die Haltung zu kommen, dass wir jetzt uns durch dieses Werk gerechtfertigt fühlen oder selig fühlen. Und dass wir, ne, das Werk will etwas hervorbringen in uns. So hat Luther das hier geschrieben. Das, also die Werke können uns nicht selig machen oder rechtfertigen, aber sie nehmen es sich vor, die Werke nehmen es sich vor, sagt er. Und sie nehmen es sich doch vor, es zu tun, und greifen damit der Gnade in ihr Werk und in ihre Ehre. Und das hat gestern nochmal, als ich dann mich hier mit beschäftigt habe, nochmal richtig was mit mir auch gemacht, dass ich wusste, das ist gut zu wissen, ja. Das ist gut zu wissen, dass das Werk an sich das in mir hervorbringen will, und dass ich das aber stoppe. Ja? Dass ich, also das eine ist, dass das Werk an sich das will. Das andere ist, dass ihr immer wieder mit Menschen konfrontiert seid, die eure Werk loben. Und das war so eine, auch nochmal eine Offenbarung für mich. Ich habe also in der Scheune weiter aufgeräumt. Und habe dann das dieses Mal aber schon ganz anders gemacht als zuvor, ja, sondern habe das wirklich als etwas gesehen. Ich tue das jetzt, aber ich tue das jetzt, ja, wenn dann jemand kommt und sagt, ah, das hast du aber gut gemacht, oh, das hast du aber schön gemacht, ne? Ich habe so Blumengestecke gemacht, oh, das hast du aber schön gemacht, da hast du ein Talent dafür und so weiter. Das wird dann nochmal verstärkt, ja. Das, was dann von außen kommt, kann, wenn ihr dann Lob bekommt für die guten Dinge, dann, sag ich mal, müsst ihr doppelt aufpassen und es von euch schieben. Nicht, dass ihr dann halt sagt, ach ja, es hat ja nur Gott getan. Natürlich, das können wir auch sagen, es ist nur Gottes Gnade. Ihr könnt es ganz still machen. Ihr müsst es den Leuten nicht sagen. Also das hat mit mir nochmal wirklich, dass wenn solche Dinge kommen, zu wissen, sie verstärken das, solche Komplimente können verstärken, was das Werk selber auch hervorbringen will. Nämlich, dass ich mich gerechtfertigt und selig fühle. Und dass das eine Falle sein kann. Der Teufel wird immer, wir haben es bei der Dienstanweisung an einen Unterteufel, haben wir darüber gesprochen. Der Teufel kann ja immer nur die guten Sachen nutzen. Aus ihm heraus kommt ja nichts Gutes. Deswegen kann er die guten Werke und die guten Taten nutzen, um daraus was Schlechtes zu machen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch sagen will. Und das hat Luther damals schon gesagt. Und ich glaube, dass er recht hat. Jesus hat die Werke
getan, um der Werke willen, weil Gott ihn aufgefordert hat dazu. Und wenn einer sagte zu ihm, guter Meister, sagte er, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott ist gut. Und auch Petrus, als Petrus zu Cornelius kam, Apostelgeschichte, haben sie sich vor Petrus niedergeworfen und Petrus hat gesagt, steht auf, ich bin auch nur ein Mensch. Ja, und wir müssen da dann, oder wir werden da geistlich wachsen. Also wenn ihr euch erinnert, 2021 oder 2022, ich weiß nicht mehr genau, bekam ich ja diese Offenbarung aus Offenbarung 3, Vers 9 und 10, wo es heißt, siehe, ich glaube, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Also, wenn Gott uns zu Ruhm und Ehre kommen lässt und Menschen kommen aus der Synagoge des Teufels und quasi sich vor uns niederwerfen müssen, weil Gott sie demütigt, dann brauchen wir einen guten Charakter vom Geist Gottes. Ja, dass der Geist Gottes unseren Charakter so verändert hat, dass wir dann in der Lage sind, da zu stehen und diese Ehre entgegenzunehmen für Gott und nicht für uns selbst. Und darin werden wir immer weiter wachsen. Und auch da gebe ich euch nochmal den Hinweis, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Jesus. Kümmert euch um das Thema Finanzen und lasst dort von Gott in eurem Leben aufräumen. Weil Jesus sagt, wer im Kleinsten nämlich nicht treu ist, dem kann Gott nichts Größeres anvertrauen. Ich habe das 2018 kapiert. Ich habe kapiert, wenn ich will, dass Gott in meinem Leben, in diesem Dienst, Großes tut, dann muss ich mit den Finanzen aufgeräumt haben. Das muss einfach so sein. Gott kann und wird mir nichts Größeres anvertrauen an Dienst, wenn ich im Geringsten nicht treu bin. Und da hat Jesus die Finanzen angesprochen. Es ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, dass auch heute so viele nicht in der wahrhaften Berufung und im Dienst wandeln, weil sie im Kleinen nicht treu sind. Ja, und dann kommen Bücher raus, wo es heißt, wie finde ich meine Berufung oder was hat Gott alles für mich vorgesehen, wo will er mich haben und so weiter. Und man probiert, ohne die Reihenfolge, die Gott vorgegeben hat, zu bekommen, was Gott einem geben will. Und das wird nicht funktionieren. Man macht nur dem Teufel die Tür auf. Der Teufel, der wird euch Dinge schicken. Da könnt ihr, in der Welt sagt mir, Gift drauf nehmen. Ne? Also der Teufel wird euch Tätigkeiten schicken. Könnt ihr, das ist ein anderer Ausbruch, so sicher wie das Amen in der Kirche, ne? Dass der Teufel das tun wird. Aber es wird zum Scheitern verurteilt sein. Ihr werdet verführt sein, weil ihr im Geringsten nicht treu seid, wenn ihr nicht das Thema Finanzen geklärt habt und darin so wandelt, wie es Gott gefällt. Wird er uns nichts, das Wahrhaftige, wird er uns nicht anvertrauen. Wir können das ja nochmal lesen, dass ihr es nochmal aus dem Wort habt. Aber wir kommen auch jetzt heute noch dazu, wie Luther sagt, wie die Werke und die Gnade gepredigt werden sollen. In Lukas 16 Vers 10, da sagt Jesus, wer im Geringsten treu ist, also erstmal finden wir in dem Kapitel,
vorne ran gestellt, bevor Jesus das sagt, lesen wir über Finanzen, ja, und den untreuen Haushalter. Und dann heißt es ab dem Vers 10, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, also mit dem Geld, nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Groll vor Gott. Wisst ihr müsst euch vor mir nicht rechtfertigen. Gott kennt euer Herz. Gott weiß genau, wie ihr das mit dem Geld habt. Da könnt ihr noch so, kann jeder Christ noch so heuchlerisch was Gutes präsentieren. Gott weiß, wie es im Inneren ist. Dessen müsst ihr euch bewusst sein. Gott weiß, wie es in eurem Inneren aussieht. Und solche Dienste wie meine, die sind dafür da, dass der Geist Gottes euch aufmerksam macht auf etwas und sagt, okay, guck da mal hin. Also die Werke in sich nehmen sich vor, zu rechtfertigen und selig zu machen. Das kann auch den Zehnten betreffen oder das Geben. Egal welche Art, wie ich das bei dieser Frau erlebt habe, wo ich sage, genau das ist da passiert, glaube ich. Eine Enttäuschung irgendwie darüber, dass ich da nicht so reagiert habe, wie man vielleicht von mir gewollt hat, dass ich reagiere. Also das Werk an sich will das für sich beanspruchen. Und damit greift das Werk der Gnade und in die Gnade und in die Ehre Gottes ein. Und Jesus hat eben so gelebt, dass er nur getan hat, was Gott ihm aufgetragen hat. Ne? Das haben wir auch bei Lukas 17, ab dem Vers 7, lese ich euch mal vor. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt und weidet, wenn er vom Feld heimkommt, zugleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch, wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er es getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das heißt, auf der einen Seite, haben wir schon im ersten Teil gesagt, ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und auf der anderen Seite, und niemandem verpflichtet, auf der anderen Seite ist er ein dienstbarer Knecht und allen verpflichtet. Und mir gab jetzt ja diese Woche dann der Heilige Geist, ne? Stell dir vor, du bist im Urlaub. Leb jeden Tag, als hättest du Urlaub. Und also mir persönlich hilft das für den Dienst, dass sobald ich den Eindruck gewinne, oh, ich muss jetzt noch das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, dass ich weiß, jetzt wandle ich gerade nicht in der Gnade. Und ich gebe gerade nicht Gott und der Gnade die Ehre, sondern was ich jetzt mache, wächst auf meinem eigenen Mist. Denn es ist nicht aus der Freiheit heraus. Ja? Und dann gibt es eben Momente, da muss ich, ja, da merke ich richtig, wie ich gedrängt werde, dass ich, jetzt muss gehandelt werden, ja, da gibt es jetzt keine, da bin ich einfach der dienstbare Knecht und jedermann verpflichtet. Und das finde ich, finden wir schön beim barmherzigen Samariter. Weil beim barmherzigen Samariter, da sehen wir, der Mann war auf dem Weg, ja, und dann ist ihm das begegnet, das ist ihm also über den Weg gelaufen, da ist er in der Not begegnet und da wird geholfen, Punkt aus. Ne? Also wenn ich
Wenn ich dann irgendwo bin und dann fällt mir das quasi so vor die Füße, da kann ich einfach nicht sagen, es interessiert mich nicht. Ne? Da bin ich einfach nicht frei, sondern da bin ich einfach der dienstbare Knecht, der jetzt tut, was zu tun ist. Fertig, aus. Ne? So. Und da wollen wir halt weiter drin wachsen. Hoffe ich, dass wir da alle drin wachsen wollen. Dann hatte ich tatsächlich den Impuls, das Wort selig machen oder selig sein einmal nachzuschlagen, weil Luther ganz oft davon spricht, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt sind oder die Werke wollen uns rechtfertigen und selig machen. Das heißt, ich tue was Gutes und danach fühle ich mich selig. Ja. Und übersetzt oder als Bedeutung findet man, überaus glücklich, selig sein bedeutet überaus glücklich sein. Und dass eben selig sein nicht zur Seele gehört. Ja, das wird da tatsächlich aufgeführt, gehört nicht zur Seele, die mit EE geschrieben wird, sondern selig wird mit einem E geschrieben und geht auf das althochdeutsche Wort selig, also bedeutet gut, glücklich, gesegnet oder heilig zurück. Also ein gutes Werk macht uns nicht heilig oder segnet uns auch nicht. Wenn wir das Wort nehmen, kommt das Wort selig, gut, glücklich, gesegnet, heilig, dann ist das für mich einfach wieder die absolute Bestätigung von dem, was ich, seit ich im Glauben bin und seit ich den Eindruck habe, ich soll diesen Dienst tun, was ich sage, dass der 5. Mose 28 aus dem alten Bund in Form von beidseitigem Bund, wenn ich XY tue, werde ich von Gott gesegnet werden. Ja, genau das ist die Werksgerechtigkeit. Wenn ich das Gebot halte, dann bekomme ich Segen. Das ist Werksgerechtigkeit. Und dass ich gesagt habe, und so oft auch in dem Heft, der Segen Gottes für seine Kinder, Jesus ist zum Fluch geworden und alles, was ich bekommen habe, habe ich aus Gnade bekommen. Und die Gebote sind in Christus erfüllt. Das heißt, ich kann nichts tun, um Segen zu bekommen. Ja, grundsätzlich. Ich kann nichts, kein gutes Werk tun, um mir den Segen Gottes zu verdienen. Es geht nicht, weil mein Segen, also ich meine, ich kann so leben. Da lebe ich aber altbündlich, ja. Weil der alte Bund ist ja nicht vergangen. Der alte Bund ist ja nicht weg jetzt. Der alte Bund, den gibt es ja immer noch, ne? Also man kann ja nach dem alten Bund leben oder nach dem neuen Bund leben. Dazu hilft alter, neuer Bund, Unterschiede verstehen. Also ihr seht, mit all dem, was ich in diesem Dienst zur Verfügung stelle, habt ihr wahrscheinlich dass ein Leben lang könnt ihr von diesem Dienst hier genährt werden. Also ich glaube wirklich, dass dieser Dienst, es ist, wie es in der Schrift steht, eine Quelle, die niemals versiegt. Also ich habe den Eindruck, ich werde nie fertig werden mit den Dingen und der Dienst wird euch bis zum Ende eures hier physischen Lebens segnen können. Wenn ihr dann immer mal wieder wiederholt und geht in die einzelnen Bereiche rein. Also alter neuer Bund. Beide Bündnisse bestehen. Jesus sagt, neuen Wein füllt man nicht in alte Schläuche. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Also ich habe bisher immer auch nur tatsächlich gepredigt gehört, dass es hier um den alten und den neuen Bund geht. Und Jesus sagt, den alten werden sie besser finden. Ja? Den alten Bund werden sie besser finden. Also wir können es ja mal noch mal lesen zusammen. Und zwar gehen wir zu Markus, gehen wir mal in Markus 2.
heißt es ab dem Vers 18: Nun die Jünger des Johannes und der Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu ihm und fragten: Warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann in jenen Tagen werden sie fasten. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst löst sich sein neuer Flicken, vom Alten, und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche, und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. In Markus haben wir das jetzt nicht gehabt. Jetzt gehe ich gerade nochmal in Matthäus. Ja, die Evangelien ergänzen sich da. Da habe ich auch mal ein Heft gemacht. Das heißt, die vier Evangelien auf einen Blick. Da habe ich die Bibelstellen gegenübergestellt. Nein, in Matthäus steht es auch nicht, aber in Lukas. Vielleicht habe ich es deshalb so im Kopf, weil ich irgendwie Lukas ist so mein Lieblingsevangelium. Weiß auch nicht warum. Aber Lukas, wenn ich Bibelprojekt schaue, schaue ich meistens Lukas. Genau, also ich lese mal. Aber nur ab dem Vers 38, sondern neuen Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Und dann heißt es im Vers 39, und niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Also da ist viel Vermischung zwischen den Bündnissen und man sagt, na, der Alte ist besser. Warum? Also für mich ist das völlig logisch, wenn ich dann so lebe, ich habe was Gutes getan und jetzt werde ich von Gott davon für belohnt, dann ist es genau das, was Luther hier angegriffen hat, dass er sagt, das Werk an sich möchte hervorbringen, dass es und sie nehmen es sich doch vor, es zu tun, also das Werk. Also die Werke vermögen nicht zu rechtfertigen und selig zu machen. Das vermögen die Werke nicht. Und sie nehmen es sich doch vor, es zu tun. Die Werke nehmen es sich vor zu tun, dass man sich gerechtfertigt und selig fühlt. Das nehmen sich die Werke vor zu tun, dass man sich gerechtfertigt und selig fühlt. Und wenn ihr diesen Blick, wenn es euch geht wie mir und ihr euch das jetzt freisetzt, dass ihr diesen Blick nochmal auf die Werke habt, dass die Werke probieren uns, oder der Teufel benutzt das, ja, er kann ja nur was Gutes benutzen, um was zu seinem, zum Verderben zu drehen, weil aus ihm nichts Gutes kommt. Also wird er diese Werke nehmen. Und auch aus uns heraus, in unserem Fleisch wohnt nichts Gutes, wird man den Drang haben, sich jetzt aufgrund der Werke gut zu fühlen, sich glücklich zu fühlen, sich gesegnet zu fühlen, sich heilig zu fühlen. Und wenn wir das dann tun, dann haben wir quasi die Gnade und die Ehre Gottes geschmäht. Ja, das war für mich wirklich so eine richtig gute Wahrheit. Also nochmal das Wort selig machen, eben zu haben, dass der Glaube uns selig macht. Dass allein, wenn wir in diesem Glauben wandeln, dann macht es uns selig. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass ich immer wieder im Gebet war,
immer noch bin, aber ich glaube, so langsam komme ich dann zum Ende, weil Gott es mir dann jetzt doch durch die Schrift auch offenbart hat, dass ich in meinem damaligen Leben, wir ja diese Lehre hatten, das Gesetz der Anziehung. Wenn ich mich nur gut fühle, dann werde ich Gutes in mein Leben ziehen. Ja, und deswegen gab es dann so eine Spirale, die verschiedene Emotionen aufgegriffen hat. Und da tatsächlich habe ich mal einen Vortrag gehört und dieser Satz, der hat sich so eingebrannt. Und das ist tatsächlich auch eine biblische, da steckt eine biblische Wahrheit dahinter. Und zwar gab es so eine Abwärtsspirale und es gab eine Aufwärtsspirale. Das heißt, erstmal habe ich eine kleine Missstimmung, ne? Also ich fühle mich erstmal so gerade so ein bisschen missgestimmt und dann geht das weiter nach unten. Aus dieser Missstimmung wird dann stärker, das wird immer stärker, bis ich dann leicht ungehalten werde, ne? Und dann wird man langsam wütend, ja, und dann wird man zornig und dann wird man aggressiv, ne? Und da waren dann solche Gefühle oder Emotionen wie Schuld, Angst, Depression, ja, das sind also alles solche Emotionen auf dieser Abwärtsspirale. Und der Schnittpunkt in die Aufwärtsspirale war dort die Hoffnung. Und da hat mal in einem Vortrag gesagt, und wenn du Hoffnung hast, ja, dann ist, ich weiß gar nicht mehr, das Glück nicht mehr weit oder so irgendwie war dieser Satz. Aber es war so diese, wenn du diese Hoffnung, wenn du in deinen Emotionen dann an diese Hoffnung kommst, dann geht es langsam hoch, ja, dann geht es langsam aufwärts. Und das habe ich ja wirklich sehr praktiziert und habe dann auch in meinem Leben tatsächlich mein Fleisch so im Griff gehabt, dass ich da eben so gelebt habe auch, ne? Und ich habe immer gebetet und habe gesagt, also lieber Gott, wenn der Teufel nur eine billige Kopie von deinem Original macht, dann muss es doch zu dieser Irrlehre des Gesetzes der Anziehung, muss es doch ein Original geben. Was ist da das Original? Und soll ich was sagen, dieses Original, und da bin ich jetzt immer mehr dahin gekommen, ich habe immer noch so das Gefühl, Gott will mir noch das eine oder andere zeigen, aber ich bin da schon ziemlich durchgedrungen. Dass dieses Original der Glaube ist, wie Luther gesagt hat, der Glaube allein rechtfertigt und macht selig. Und wenn wir jetzt dieses Wort selig nehmen, macht überaus glücklich, ja. Der Glaube allein selig ist, heißt es noch an einer anderen Stelle, man braucht nichts anderes, was man zusätzlich hat, ändert nichts am Grundzustand. Also der Glaube allein rechtfertigt und macht selig. Wisst ihr, was das für eine Wahrheit ist? Und ich habe tatsächlich meine Hängematte-Zeit, ne? Und wenn ich das heute auch noch habe, wo ich so den Eindruck habe, oh, eben läuft es irgendwie schief, mich so komplett zu reduzieren, nur auf, früher in der Esoterik, in der Esoterik nennt man das so einen Seinszustand, ja, also da streben ja auch die Religionen hin, ne? In den Trance-Zuständen, dass man eben in dieses Seligsein will man reinkommen, man will irgendwie in dieses Gefühl kommen und da streben all diese Lehren darauf hin, dass man diesen seligen Zustand hat, ja, so eine Art Gottverbundenheit. Da wollen auch diese ganzen Lehren hin. Und das da, sag ich, läuft schon, das ist in der Welt schief, in diesen Irrlehren schief, aber es ist eben auch im Glauben schief. Wisst ihr, wenn ich den Lobpreis brauche, um mich glückselig zu fühlen, dann reicht mir der Glaube alleine nicht, sondern ich muss diesem Glauben noch was hinzufügen. Wenn ich die Gemeinschaft von Geschwistern brauche, um mich glückselig zu fühlen, dann reicht mir der Glaube allein nicht. Da muss ich dem Glauben etwas hinzufügen. Wenn ich nicht irgendwas tue für das Reich Gottes, ja, oder mich nur gut fühle, weil ich was tue, dann reicht mir der Glaube alleine nicht, um mich glückselig und gerechtfertigt zu fühlen.
Und ich habe tatsächlich jetzt gerade in der letzten Krise, da wurde es mir echt nochmal so offenbar. Vorher war man das gar nicht so bewusst. Aber da wurde es mir offenbar, dass ich dann in diesen Krisen mich immer wieder komplett reduziert habe. Ich habe erstmal hab ich alles abgegeben. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich mache jetzt gerade mal gar nichts. Und wenn das dazu führt, dass die Leute nichts mehr geben oder dass ich nicht mehr gesegnet bin, dann ist es jetzt so. Ja, ich habe erstmal alles losgelassen. Sage ich, okay, im schlimmsten Fall, zur Not kann ich auch auf dem Campingplatz wohnen. Ne? Also, aber dann habe ich dich. Ja, also dich kann mir niemand nehmen. Also den Glauben kann dir niemand nehmen. Die Verbundenheit mit Jesus, mit Gott, kann mir niemand nehmen. Und dann habe ich dann immer erstmal alles losgelassen. Ja? Also ich weiß, ich erinnere mich noch an das Jahr 2019. Ich hatte alle meine Reserven aufgebraucht. Ich habe mir irgendwie eingeredet, ich hatte so einen Privatkreditrahmen zur Verfügung und habe mir irgendwie eingeredet, dass ich den ja jetzt benutzen kann. Ich habe darüber beim Thema Finanzen schon mal gesprochen. So eine Irreführung, das war, aber Gott ist ja gnädig. Er geht ja auch mit unseren, soweit wir halt nun mal sind. Aber wichtig ist, dass ihr merkt, dass es weitergeht. Und damals habe ich halt diesen Privatkredit in Anspruch genommen, um immer den Teil meiner Miete eben zu bezahlen, weil ich nicht so viele Spenden hatte, um die Miete zu bezahlen. Ich trotzdem aber den Eindruck gehabt habe, ich soll im Vollzeitdienst sein. Ich sag euch, hätte ich diesen Privatkredit nicht gehabt, wäre ich schneller im Segen Gottes gewesen. Ich habe letztendlich in dieser Zeit meinen Lebensunterhalt über diesen Privatkredit finanziert, was zur Folge hatte, dass ich mir da eben auch nochmal Schulden aufgebaut habe, die nicht Gottes Wille sind und waren. Aber dann kam ich, und das war August 2019, ich werde das also tatsächlich, oder war das 2020? Ich bin es gerade nicht. August 2000. 20, glaube ich, war das. Aber es spielt ja auch keine Rolle, welches Jahr. Auf jeden Fall war ich am Ende meiner eigenen Kraft. Ich konnte nichts mehr aus eigener Kraft hinzufügen. Ich hatte noch 50 Euro und habe zu meiner Tochter gesagt, wir fahren jetzt auf den Campingplatz. Von diesen 50 Euro musste ich noch einmal tanken. Und dann hat unsere Tochter uns auch noch aus der Wohnung ausgesperrt und wir mussten noch mal 20 Euro an den Schlüsseldiensthausmeister bezahlen fürs Türöffnen. Und ich bin an diesem Wochenende auf den Campingplatz gefahren und es kam eine Glaubensschwester. Und ich habe gesagt, weißt du, jetzt kann ich wirklich nichts mehr aus eigener Kraft tun. Und ich muss euch ehrlich sagen, es hört sich vielleicht verrückt an, aber es waren meine glücklichsten Momente, sodass ich dann da in Folge immer auch mich gefragt habe, muss ich jetzt an den Zustand jedes Mal kommen, dass ich nichts mehr habe, dass alles weg ist, damit ich einfach diese vollkommene Freiheit fühle. Ja, da habe ich dann alles losgelassen, habe gesagt, ich kann jetzt nichts mehr tun. Ich sitze jetzt hier auf dem Campingplatz. Ich kann nichts mehr tun. Ich weiß nicht, wie ich nächsten Monat die Miete bezahlen soll. Aber eins weiß ich, den Dienst mache ich weiter. Aber jetzt muss Gott tun. Ich kann nichts mehr tun. Und im September hat das erste Mal eine Glaubensschwester dann, die sonst nie gegeben hat, erst 200 Euro gegeben, dann 450 Euro gegeben. Der hat es ja das immer sehr gut gearbeitet zu dieser Zeit und hat damit letztlich meine Miete finanziert. Aber ich war an einem Punkt, wo ich alles losgelassen habe. Und wisst ihr, und in dem Moment, wo man alles loslässt, bleibt nur noch der Glaube. Es bleibt nur noch die Rechtfertigung aus Glauben und diese Glückseligkeit aus dem Glauben, aus dem Geist. Und ich glaube heute, weil ich das jetzt so oft erlebt habe, dass ich an Punkten war und jetzt in meiner letzten Krise war es wieder so, dass ich eine Woche lang habe ich gesagt, so, ich mache jetzt erstmal gar nichts.
spreche jetzt keinen Beitrag. Es sind genügend Beiträge jetzt schon mal vorprogrammiert. Ansonsten mache ich einen Wiederholungsbeitrag. Aber ich mache jetzt erstmal gar nichts. Sag ich, ich gehe jetzt einfach nur mal in die Gegenwart Gottes. Und habe dann tatsächlich 2-3 Tage, dauert es dann schon. Da hat es jetzt dann in der Summe so eine Woche gebraucht. Aber ich habe zwischendrin dann schon wieder Beiträge gesprochen. Aber es war dieses, ich bin frei. Und ich bin mit nichts geknechtet hier in dieser Welt. Und dann bin ich in dieser Glückseligkeit, nur weil ich glaube, und ich habe schon so oft erlebt, dass dann Dinge verändert wurden. Ja, wie in diesen Irrlehren, wenn die Hoffnung da ist, geht es in dieser Aufwärtsspirale weiter. Wenn ich da bleibe und nicht rückwärts gehe, steige ich immer weiter aufwärts. So habe ich jetzt schon so oft erfahren, wenn ich nur glaube, wenn ich nur in der Gnade stehe, im Glauben stehe, im Evangelium stehe und alles andere sein lasse, in meinen Gedanken sein lasse, in meinen Haltungen sein lasse, nichts mehr sonst bin, außer die gerettete Claudia, der Gott vergeben hat und die jetzt zum Kreuz kommen darf und dort einfach sein darf. Und mich das so richtig, diese Glückseligkeit mich durchströmt hat, wie dann plötzlich Wunder passiert sind, ja, auch finanziell Dinge passiert sind. Und dass ich ganz oft den Eindruck habe, wenn ich einfach nur verbunden bin mit Jesus, dann läuft es einfach, ja, dann läuft es. Und dass ich bewusst mich von Dingen verabschiedet habe, auch jetzt letztendlich dann von dem Haus, ja, und habe gesagt, ich werde kein Haus bauen, weder ich baue ein Haus, noch der Verein baut ein Haus. Ich lasse mich nicht bestehlen davon jetzt. Ich habe Wichtigeres zu tun, als ein Haus zu bauen, nur damit ich in diesem Leben noch mal im Haus wohne. Schön. Meine Glückseligkeit kommt aus dem Glauben. Und wenn Gott mir ein Haus bauen will, dann wird er mir ein Haus bauen. Und da muss ich mich darum auch nicht groß kümmern, außer dass ich vielleicht mir die Fliesen aussuchen darf oder dann es einfach einrichte oder einfach einziehe. Ja. Also könnt ihr selbst gucken, welche Werke jeglicher Art, das müssen nicht Werke sein des Tuns auch, sondern eben auch fromme Werke. Fasten, in die Gemeinde gehen, Lobpreis singen, Bibelstudientage machen, Bibel lesen, ja, ich kann selbst Bibel lesen zu einer Sünde machen. Indem ich Bibel lese, weil ich meine, dass ich Bibel lesen muss, weil ich wüsste, keiner muss Bibel lesen. Wir sind frei, keiner muss Bibel lesen, aber es wird uns schaden, wenn wir nicht Bibel lesen. Wir werden bestohlen, wenn wir das nicht tun. Ja, wir müssen hier nicht eine To-Do-Liste erfüllen, die Gott uns gibt, sondern wir sind frei. Und aus dieser Freiheit heraus tun wir die Dinge. Aber wenn natürlich, ja, wenn wir noch sehr fleischgesteuert sind und sehr noch in unseren Begierden drin hängen, in diesen Sachen, dann muss man sich ein Stück zwingen. Wisst ihr, mich muss man nicht zwingen, die Bibel zu lesen. Aber ich habe bemerkt, als ich diese Werke da getan habe, im Garten, in der Scheune und aufgeräumt und dann haben Leute gelobt und du kannst das so gut und so weiter, wie dann diese Werke, wie ich die nicht mehr um ihrer Werke willen getan habe, sondern wie die Werke für sich nach diesem Ruhm gestrebt haben, ja, die Werke an sich. Also es war eine ganz spannende Sache und bin dankbar, dass wir das hier auch direkt jetzt hier verbinden können mit dem, was Luther uns da gebracht hat, ja.
Und dann hat er ihm gesagt, darum verwerfen wir die guten Werke nicht um ihrer selbst willen, sondern um dieser bösen Hinzufügung und der falschen, verkehrten Vorstellungen willen, die bewirkt, dass sie nur gut scheinen und doch nicht gut sind. Und sich und jedermann damit betrügen, ebenso wie die reißenden Wölfe in Schafskleidern. Matthäus 7,15 hat Luther da angeführt. Da gehen wir mal hin. Matthäus 7,15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Also Luther vergleicht hier diese Werke mit Hinzufügungen oder mit falschen Haltungen, sag ich mal, falschen Vorstellungen. Vergleicht Luther hier mit den falschen Propheten, die in Schafskleidung zu uns kommen und doch innerlich reißende Wölfe sind. Also das ist, davon kann man echt lernen. Also ich kann davon lernen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich konnte davon lernen. Ja, wenn wir die Werke so tun, bewirken sie, dass sie nur gut scheinen und doch nicht gut sind. Und das war dann für mich auch, ist es völlig für mich logisch gewesen, dass ich dann jetzt eben nach diesen paar Wochen dann auch so in den Seilen hing, wie ich in den Seilen hing. Weil ich im Grunde genommen auf falschen Wegen unterwegs war, obwohl ich scheinbar gute Dinge getan habe. Ja. Hab ja hier jemandem geholfen. Es ist ja nicht, dass ich, dass diese Werke, das Werk in sich ist ja nicht gut oder schlecht. Es wird gut oder schlecht. Also wir haben es ja jetzt gehabt in den letzten Folgen, dass je nachdem, wie die Wurzel ist, wird das Werk gut oder schlecht. Und dann sagt Luther auch, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen können, ne? Und also das zu überwinden. Er sagt, aber diese Hinzufügung und die verkehrte Vorstellung über die Werke sind unüberwindlich, wo der Glaube nicht ist. Sie müssen in diesem Werkheiligen sein, bis der Glaube kommt und sie zerstört. Die Natur mag sie von sich aus nicht auszutreiben, ja, auch nicht zu erkennen, sondern sie hält sie für ein kostbares, seliges Ding. Darum werden ihre auch so viele dadurch verführt. Ja? Also die menschliche Natur hält diese Dinge für gut, deshalb können wir auch so dahin verführt werden in diese Dinge. Erinnert ihr euch vielleicht an unsere Reihe Freiheit eines Christenmenschen, wo ich darüber gesprochen habe, über die Selbstlosigkeit, ne? Oder diese, man tut die Dinge aus, weil man denkt, man ist selbstlos. Genau, da hatten wir genau das gleiche Thema, nur beleuchtet von der Seite, wie der Teufel das benutzt. Ja, wie der Teufel da die menschliche Natur benutzt, um das daraus zu tun. Also es ist diese Hinzufügung oder falsche Vorstellungen, die sind unüberwindbar, wenn der Glaube nicht anwesend ist. Sondern nur durch den Glauben können diese Hinzufügungen und falschen Vorstellungen getötet werden. Und dann sagt Luther, deshalb, obwohl es gut ist, von Bereuen, Beichen und Genugtun zu schreiben und zu predigen, ja, obwohl es gut ist, von diesen Dingen zu sprechen, was ein guter Lebensstil ist eines Christen, was gute Werte sind, was vor Gott wohlgefällig ist, was die Gebote sagen, ne? Man soll nicht lügen, nicht stehlen und so weiter.
Also Luther sagt, obwohl es gut ist, von diesen Dingen zu reden und zu schreiben und zu predigen, sind es gewiss nichts als teuflische, verführerische Lehren, wenn man nicht bis zum Glauben gelangt. Also, und da, wisst ihr, ihr könnt ich sag euch, diese Reihe hier, und ich werde es in ein Heft bringen, wenn ihr euch die immer wieder zu Gemüte führt, dann werdet ihr auch diese Irrlehren da draußen in der Welt erkennen. Ich habe euch ja gesagt, dass Gott mir gezeigt hat, nehm mal den Taschenrechner und rechne mal aus, 40.000 Denominationen, also 40.000 geteilt durch 365. Und er hat mir quasi aufgezeigt, wenn wir 40.000 Denominationen haben, und wahrscheinlich haben wir ja mehr, ne? Also es wird ja sogar mittlerweile von mehr gesprochen, verschiedene christliche Denominationen. Wenn wir 40.000 Denominationen nehmen, würden wir annehmen, und wir würden, ich würde sagen, ich würde jeden Tag, also jeden Tag, 365 Tage im Jahr, würde ich jeden Tag von einer Irrlehre euch die Lügen bringen, dann wäre ich knapp 110 Jahre beschäftigt, wenn ich jeden Tag eine Irrlehre bringen würde und euch die Lügen präsentieren würde, wäre ich 110 Jahre beschäftigt. Damit hat Gott mir den Zahn gezogen. Ja? Er hat gesagt, reib dich daran nicht auf. Reib dich daran nicht auf, den Leuten alles zu zeigen, wisst ihr, oder wie es auch vielleicht manche von euch machen, die Katholischen, ja, den Katholischen, da sind die Katholischen falsch, da sind die Zeugen Jehovas falsch, da sind die Baptisten falsch, da sind die Neuapostolischen falsch, da sind die falsch, da sind die falsch, da sind die falsch, sondern bringen ihnen die Wahrheit, ja, bringen ihnen die wahrhaftige Lehre, und sie werden jede ihre Lehre enttarnen können. Und ich glaube, dass diese Reihe und auch Dienstanweisung an den Unterteufel und auch das neue Heft Gnade, Glaube und Evangelium, dass da einfach so viel drinsteckt, wenn ihr diese Wahrheiten verinnerlicht, dann seid ihr da auf wirklich einem guten Weg, und euch wird der Teufel nicht mit einer neuen Irrlehre wieder verführen können. Ne? Und damit bin ich auch tatsächlich so, ich glaube, an meiner Berufung dran, weil ich auch damals zu Coaching-Zeiten, damals habe ich es halt leider für die falsche Seite benutzt, ist einfach so. Aber ich war schon an meiner Berufung dran, dass ich den Leuten die Basis beigebracht habe. Ne? Dass eben so viele, die so Seminarhopper waren in der Esoterik, ne? Und es kam immer wieder eine neue Lehre und noch eine neue Lehre und noch eine neue Lehre. Und ich habe ihnen die Basis beigebracht. Ich habe gesagt, guck, das ist die Basis. Und die Basis war damals auch schon das Gehirn und die Sinne und wie wir da falsch geprägt sind und so weiter. Und die Gedanken müssen erneuert werden. Aber ich habe es halt in die Richtung der Welt gemacht und habe Gott gebeten, all das wieder einzureißen in meinem Leben. Aber ich habe ihnen die Basis beigebracht. Und als ich ihnen die Basis beigebracht hatte, waren sie in der Lage, diese verschiedensten neuen Lehren, ich sag mal, mit einem ganz anderen Blick zu prüfen. Und es hörte tatsächlich auf, dass die Leute von einem Seminar zum anderen gesprungen sind, weil sie hatten Basiswerkzeug, mit dem sie arbeiten konnten. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade das, was wir hier eben auch nochmal machen, was der Dienst sowieso macht, aber in dieser Reihe, glaube ich, nochmal ganz intensiv die Werke und den Glaube, was ja die Basis auch des Evangeliums ist. Und es ist gut, also von all diesen Dingen zu sprechen, ja, wie Luther das auch sagt, aber sie sind nichts als, sagt Luther, als teuflische, verführerische Lehren, nicht in sich selber, ja, nicht in sich selbst, sondern Luther sagt, wenn man nicht bis zum Glauben gelangt, ja, also wenn man da stehen bleibt. Und da sehen wir eben auch dieses Gespräch mit dem Gemeindemitglied, das ich hatte. Ne, man bleibt, man lehrt diese guten Dinge, wie die Apostel gelebt haben, wie ein Gläubiger sein soll und so weiter.
und man dringt nicht bis zum Glauben durch. Ne? Damit sind es dämonische, verführerische Lehren. Und da wurde mir einfach nochmal klar, warum Gott mich da fernhält, warum er nicht will, dass ich in so eine Gemeinde gehe. Weil man eben nicht durchdringt bis zur Gnade und zum Glauben. Man spricht zwar irgendwie davon und man glaubt, dass Jesus irgendwie für die Sünden der Welt gestorben ist und für einen, damit man das ewige Leben hat, aber dann ist man zurückgegangen zu den Werken. Und da ist halt eindringlich der Galaterbrief, ne? Der passt da einfach sehr gut dazu. Und dann sagt eben Luther, man darf nicht nur eins predigen, sondern muss alle beide Worte Gottes predigen. Und das war für mich selbst nochmal so eine, ja, da hat Gott einfach persönlich nochmal zu mir gesprochen, weil ich oftmals schon mich gefragt habe, ist das richtig so, wie ich das mit dem Dienst mache? Weil ich ja merke, dass auf der einen Seite, wenn ich viel über die Gnade spreche und über den Segen und über all die Dinge, die Gott uns gebracht hat und den Wohlstand und die Fülle und so. Wenn ich darüber spreche, dann fallen manche von der einen Seite vom Pferd, weil sie überhaupt nicht mehr auch Jesus als ihren Herrn sehen und dass wir eben dienstbare Knechte sind, die jedermann verpflichtet sind, ne, sondern man dann wird das quasi, schießt man da übers Ziel hinaus. Und wenn ich dann über die harten Sachen rede, und dann gibt es halt wieder so ein paar, in der Welt habe ich immer gesagt, liebevoll Pappenheimer, die dann in die Werksgerechtigkeit fallen. Ja? Und ich mich oft gefragt habe, Herr, ist es dann nicht einfacher? Man hat einen Dienst, wo man wirklich nur über die Gnade predigt, ja? Wo man nur das eine macht. Und tatsächlich sind mir, sag ich euch, die Gnadenprediger lieber wie die anderen, weil die anderen dringen überhaupt nicht bis zur Gnade durch. Während, wenn einer nur die Gnade predigt und jemand ist wirklich suchend, der wird sowieso in der Bibel lesen und wird sich vom Heiligen Geist überführen lassen und wird die harten Worte Jesu annehmen und wird auch gehorsam sein wollen. Also da ist mir dann ein Gnadenprediger lieber wie einer, der halt pharisäisch einfach nur draufhaut. Ja. Aber gut, letztendlich ist, sagt Luther, man darf nicht nur eins predigen, sondern muss alle beide Worte Gottes predigen. Die Gebote muss man predigen, um die Sünder zu erschrecken und ihre Sünde offenbar zu machen, damit sie Reue empfinden und sich bekehren. Aber dabei darf es nicht bleiben. Man muss auch das andere Wort, die Zusage der Gnade, predigen, um den Glauben zu lehren, ohne den die Gebote, die Reue und alles andere vergebens geschehen. Es sind sowohl noch Prediger übrig geblieben, die Reue über die Sünde und die Gnade predigen. Aber sie heben die Gebote und Zusagen Gottes nicht hervor, damit man lernt, woher und wie die Reue und die Gnade kommen. Denn die Reue fließt aus den Geboten, der Glaube aus den Zusagen Gottes. Und also wird der Mensch durch den Glauben an das göttliche Wort gerechtfertigt und erhoben, der durch die Furcht vor Gottes Geboten gedemütigt und zur Selbsterkenntnis gekommen ist. So, also jetzt rede ich mal von der ersten Neugeburt, ja. Ich bin also zu dieser Erkenntnis gekommen, aus einer Furcht vor Gott heraus. Ich habe vor Gott die Herrlichkeit verloren, die ich haben müsste. Ich habe die Gebote übertreten. Ich habe gesündigt. Und ich habe Gottes Furcht. Und ich weiß, dass ich in die Hölle gehe. Und das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt, wo es einfach schief läuft, wenn man einfach in der Gemeinde irgendwo einfach nur ein Übergabegebet sagt. Du musst nur erkennen, dass du ein Sünder bist. Ich kann sagen, dass ich ein Sünder bin, es aber eigentlich nie wirklich so meinen. Ja. Und das ist ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem, das ich sehe. Dass eben diese Gottesfurcht fehlt. Ja, man quasi zum Glauben kommt an Jesus, ohne dass Gottes Furcht da war. Und wenn man aber diese Gottesfurcht hat und diese
und dann eben erkennt, dass man diese Herrlichkeit verloren hat, dann braucht man das Evangelium, dass Jesus für diese Verfehlungen gestorben ist und ich jetzt Frieden mit Gott habe. Ich bin jetzt in diesem Frieden mit Gott und ich bin dann, werde neu geboren, ich bin gerettet, ich bekomme den Heiligen Geist als Anzahlung auf mein ewiges Leben. Und dann lebe ich im Glauben, aber, und da bin ich mit Paulus einig, das Fleisch kämpft gegen den Geist. Ich habe immer noch in meinem Fleisch diese sündhafte Natur, die immer wieder auch, wie wir es jetzt heute hatten, die Werke dazu benutzen will, mich gut zu fühlen, mich gerechtfertigt zu fühlen, mich selig zu fühlen. Und ich immer wieder aufs Neue, jeden Tag herausgefordert bin, mit meinem Glauben bei der Stange zu bleiben. Ne? Also mit meinem Glauben eng mit Christus verbunden zu sein, damit der Heilige Geist mich auch in meinen Werken, in meinem Alltag überführen kann, da wo ich, obwohl ich gerettet bin, ja, obwohl ich das ewige Leben habe, trotzdem in dieses alte Verhalten fallen kann, was damit meine Werke null und nichtig macht, ja, und ich für sie auch gar keinen Lohn bekomme im Himmel und sie vor allen Dingen auch mir nicht gut tun, weil sie mich aus der Gnade ziehen. Ja. Ich habe jetzt nichts mehr dazu. Ich habe mir zwar noch einige Sachen aufgeschrieben, aber ich habe und auch noch viele Bibelstellen mir aufgeschrieben, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt noch weiter auszuführen, sondern hier zu stoppen. Und vielleicht mache ich das dann einfach noch im Heft dazu. Also ich werde euch auf jeden Fall jetzt noch einige Bibelstellen geben. Auch über die Seligkeit, ja, da habe ich mir einiges durchgelesen und einiges rausgesucht. Und es wurde mir einfach immer klarer. Vielleicht einen dazu, der mir gerade ins Auge fällt. Jakobus 1, 21. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, dass die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Und ich wollte mir da gerade mal gerne eine andere Bibelfassung geben, weil ich glaube, ich habe, als ich das gemacht habe, in der Luther gelesen. Genau, da heißt es in der Luther, im Vers 21, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Wisst ihr, der Geist leitet uns ja in alle Wahrheit. Und ich habe so den Eindruck, dass der Heilige Geist mir da etwas aufgezeigt hat, was sehr wichtig ist und was unter Umständen verloren gegangen ist. Weil, wisst ihr, manche übersetzen einfach nur die Bibel. Aber wenn das jetzt in Luther-Übersetzung, ne, in der Luther-Übersetzung heißt es, darum legt alle Unsauberkeiten und nehmt an, das Wort mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist, also wir Gleichnis vom Sämann finden wir da auch wieder, und Kraft hat, also das Wort hat Kraft, eure Seelen selig zu machen. Während jetzt hier in der Schlachter nur steht,
das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Ich habe einige Bibelverse da jetzt rausgeschrieben und ich habe die aber alle in der Luther gelesen. Das wäre jetzt mal nochmal ganz spannend, die ich euch da ergänze, wie die alle tatsächlich in der Schlachte stehen. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Aber es passt zu Luther und zu dem, was er gebracht hat, der Wahrheit, dass nichts und sonst selig, also die wahrhaftig selig machen kann, außer der Glaube. Und wenn jetzt in der Schlachte nur noch steht, dass die Kraft hat, eure Seelen zu erretten, dann sehen wir, hier wird jetzt nur von der Errettung der Seele gesprochen. Dass wir dann in der Ewigkeit absolut selig sind, ja, weil wir gerettet sind, nur noch Glücksgefühle haben werden, es wird einfach nur noch herrlich sein, weil eben nichts Böses mehr da ist. Dann kommt mir aber hier diese Luther doch dem Thema ein ganzes Stück näher, dass das Wort die Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Leben schon durch das Wort Gottes, das in uns gepflanzt ist, die Kraft, dass wir auch diese Seligkeit hier spüren auf der Erde schon, wo wir hier leben. Und diese Kraft, die habe ich schon mehrmals jetzt in meinem Glaubensleben erlebt, dass wenn ich in dieser Seligkeit gewandelt bin, allein aus dem Glauben, nicht aus den Werken, nicht weil ich mich selig gefühlt habe, weil ich gute Werke getan habe, beziehungsweise diese Offenbarung habe ich ja jetzt erst seit dieser Krise, weil wenn ich solche Dinge getan habe und ich habe mich selig gefühlt, das sind nicht unbedingt Wunder geschehen, ja, gerade finanzielle Wunder. Aber wenn ich in dieser Seligkeit war, nur aufgrund des Glaubens, dann sind Dinge passiert. Dann sind in meinem Leben, Glaubensleben, Dinge passiert. Und ich habe die ganze Zeit darüber gebetet, weil ich da durchdringen wollte, was ist dieses wertvolle Original im Glauben zu dieser Irrlehre in der Welt. Ja. Und jetzt bin ich neu geboren. Jetzt funktionieren für mich, ich will diese Irrlehren ja auch nicht mehr haben. Ja. Und ich habe auch Gott gesagt, lass diese Dinge nicht mehr für mich funktionieren. Ja, ich möchte, dass der Glaube in meinem Leben funktioniert. Also das hatte ich jetzt nochmal. Also da habe ich jetzt nochmal einige Bibelstellen zur Seligkeit. Ich druck die euch einfach alle auch ab jetzt in der Beschreibung und dann könnt ihr da auch durchgehen. Aber ich hoffe, dass das Grundthema heute, dass das durchgedrungen ist und dass euch diese Wahrheit freisetzt. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Beitrag eine gute Zeit. Shalom.